Hallo Leute, wieder hier. Battle Rams, zweiter Versuch. Ne, erster Versuch. Ja, alles genau. Super. Ja, nichts passiert oder so. Auf meinem Kanal wisst ihr mehr. Geht weiter hier mit Fabi und Tobi. Und Otomo. Go. Und Udo Bach. So, die erste Wintermap. Weiter. Ja, wieder die Arschkarte. Stimmt doch gar nicht, ich hab die Arschkarte. Guck mal, wo ich gespawnt bin. Ja, okay, ich bin aber auch nicht viel besser als du. Ich bin auch ja, aber du hast Fabi direkt alles Nachbar. Ah, schon, ihr habt diesen Kamm zwischen euch. Und ich hab hier direkt einen auch mit auf dem Plateau, so gesehen. Plateau schützt dich aber auch ein bisschen. Ist doch recht, die können nur von einer Seite kommen. Ha! Wobei, der Bauplatz wird wahrscheinlich sehr eng für den Wolf, aber komm, das krieg ich irgendwie hin. Immer wenn du auf irgendeinem Plateau spielst, spielst du Wolf. Warum eigentlich? Das ist reiner Zufall. Also, es war kein Zufall, dass ich Wolf ausgewählt habe. Ich wusste ja nicht, dass ich hier spawne. Ich muss ja Schlange öfter spielen. Schlange habe ich gar nicht gespielt und Lotus auch nicht. Aber einmal hast du Lotus gespielt. Der Randomizer ist halt nicht so knäsch zu mir. Let me at him. For freedom. Ich kann mein Gebäude noch mal drehen. Gedrückt halten, einfach die Maustaste. Die rechte Maustaste gedrückt halten und dann loslassen, wenn du es an der richtigen Stelle hast. For freedom. For the clan. Die Pferde sind hier viel zu verteilt, ich mag das nicht. Die Pferde sind hier übelst verteilt. Jo. Hey Leute, hier sind Pferde auf Gebiet gespawnt, was ich gar nicht erreichen kann. Was ist das für ein Fail? Ja, man können deine Bauern immer vor der Wand stehen und von den Pferden träumen, die sie nie erreichen können. Tatsächlich habe ich... stehen die einfach in der Base. Habe da für Insta-Wölfe in der Base stehen. Insta-Wölfe, einfach in die Mikrowelle und schon haben sie Wölfe. Ja, so ungefähr. 2 Minuten bei 750 Watt. Ja. Nur jetzt im Angebot, Fabis Insta-Wölfe. Kaufen Sie noch heute. Kaufen Sie 3, bezahlen Sie 4. Hammer-Angebot. Nur jetzt, solange der Vorrat reicht. Ich triggere, dass das im Online-Modus nicht öfter mal richtig rennen, wenn ich es ihnen sage. Sondern sie lieber chillen. More freedom!
for the wolf. This thing needs wheels. For the pack. For the clan. Yes, done. Tobi Rot ist bei dir? Ich hab's gesehen. Oder kommt vorbei? Ich hab noch ein bisschen kurze Zeit, Leute auszubilden, Gott sei Dank. Jetzt haben sie sich wieder umentschieden. Scheiße. Es geht sich wieder um. Sehr gut. Und Blisterman ist auch so dumm, auf die zu schießen, wo er eigentlich Höhenvorteil hat. Okay, wenn mein Nachbar Drache ist, dann habe ich eine reelle Chance zu überleben. Jetzt hat er geschossen. Irgendwie interessiert es keinen, wer er nicht trifft. Ah, die haben Golden. Die haben Gold gegen die. Ja, ist voll klar. Jetzt rubbeln sie zwar alle, aber leben noch. Ich würde das Pferd auf dem Boden fest tackern, dass es mal aus. Schlagen kann. Das Pferd lasse ich am Leben. So nett bin ich. Ah ne, jetzt kann ich sogar zähmen. Ja, das ist mein Pferd da doch nicht. Brauch Wölfe. Da darfst du aber weiterleben. Ach, wir haben noch keine Wolfshöhle, dann bringt das Pferd eh nichts. Brauch mal eine. Schon mal drüber nachgedacht, anstelle von einer Wolfshöhle Fabis Insta-Wölfe zu benutzen? The wolf remembers. Yes. Done. For the wolf. Wolf remembers. Yes. Just say the word. Let's go! Ich krieg die Action wie alle Gebäude auf diesen dieses kleine Plateau. Ich bin echt verwundert. Pink ist auch Lotus in der Sonne. Der einen Turm unbedingt kaputt machen wollen. Ja. Da haben sie leider nicht hinbekommen. So ein Ärgernis aber auch. Okay, ich nehme es zurück. Ich gehe die Festung hier, glaube ich, nicht hin. Wobei, ich lasse mal Platz, vielleicht kriege ich hier doch irgendwann. For freedom. For the wolf. Mm.
Natürlich wird mein Bauer abgefangen. Ein Orange ist auch Lotus. Fast alle Lotus außer eine. Und da kommt eine große Armee auf mir in meine Richtung. Toll. For freedom. Slice and dice. Hast du, Tobi? Ja, klar, das ist. Das geht. Wenn die Warlocks einmal gefokust hat, dann können die auch nichts mehr. Das war nur groß aus, war nicht viel. Aber da kam eine rote Armee in eure Richtung. Könnt ihr jetzt aber euch dann aufschlagen? Mir war gerade pink und hat versagt. Mir war türkis. For the pack. For freedom. Die kommen sehen aus dem Wald, Hannes, pass auf. Ach du Scheiße. Können bei dir halt von überall gefühlt kommen. Wir können sie auch hören durch den Wald, aber das ist nicht so schlimm. Ja, da geht es auch bei mir. Wenn du das brauchst, sagst du Bescheid. Gerade geht's. Your direction is heard. Lead the way. Nicht, wenn Rausch da auch noch zu dir kommt. Nee, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, Rob, greif gleich mal an. Fabi, kannst du anders hin? Fabi, kannst du die abwehren? Ja. Ich bin da abwehren nur. Aber. Das sind nur drei, wow. Danke, Fabi. Jo. Alter, wo. Rot hat ja keine Chance gegen mich gehabt, ey. Hm? Rot hat keine Chance gegen mich, hat nun alle nie gemetzelt. I'm ready. For freedom. I follow. All day. Palm and ready. Let it begin.
For the clan. I'm cranking. Lead the way. I am Wolf. Ich mach jetzt hier voll die Kette aus. Als Ballista-Man. Wenn ein Wachturm angegriffen wird, können die anderen daran noch schießen. Kommt keiner durch. Komme ich in die Wölfe eigentlich aus meinem Dings raus? Also du kannst entweder, das ist meine Empfehlung für die Wölfe, einen Rudelmeister ausbilden in dem Gebäude. So kriegst du Wölfe. Die sind nur drei. Ich habe noch fünf drinne. Ja genau, du kannst es so aufmachen, dass alle Wölfe leer sind halt. Packmaster kann nur maximal drei nehmen. Du kannst aber auch jeden Idiot da reinschicken, der kann aber nur einen Wolf nehmen, das lohnt sich gar nicht. Also ich würde auf die Packmaster gehen. Was sich theoretisch noch lohnt, sind die Werwölfe, wenn du die da, also du kannst jede Einheit, wo du es kannst, kannst du da Wölfe holen lassen. Nur alle können nur eins. Die einzigen, die mehr können, sind Greyback, also dein Held. Und die Werwölfe, die können zwei. Deswegen, mit den Werwölfen lohnt es noch, ansonsten würde ich aber Packmaster ausbilden. Die Packmaster sind sehr gute Tanks, die können sonst nix. Aber dadurch, dass die mehr Wölfe haben können, als die anderen, sind die Packmaster gar nicht mal so schlecht, wie sie vielleicht wirken. Da Hannes läuft die ganze Zeit, kriegt den Loschuss, ey. Ja. Durchgehend am Kämpfen hier, ey. No problem. Just say the word. Damn. Give me a thing. This thing is heavy, you know. Der Pink ist halt auch so penetrant beim Angreifen. Aggressive KI hier. Jetzt kommt Orange. Sei ja, der Lotus Krieg bekämpft sich gerne selbst. Türkis ist auch hier, okay. Fabi, kannst du mir nochmal kurz helfen? Mhm. Danke. Nur die Hexenmeister in Nahkampf-Zwingsreihe ist schon eine Riesenhilfe. Die rennt da hinten einfach durch. Ich glaube, wir können bald schon den ersten Mal den weghauen. Die verheizen hier durchgehend ihre Armee bei mir. Ja, ich habe auch bald vor uns zu greifen. Ach, Rot ist auch noch da. Alter! Da kommt der Rest von Türkis. Also ich glaube, wenn wer angreifen sollte, dann sind es du und Fabi, Tobi. Ja, ich mach das. Weil bei mir ist hier durchgehend gekloppt. Orange ist schon wieder da. Rot schickt einzelne Geisha zu mir, also ja. Ich glaube, ich möchte Rot wegmachen, die sind irgendwie so komisch. Oh,
Ich habe jetzt auch Jedis ausgebildet. Okay. I am Wolf. Let's go. Hier ist mein Jedi. Swing. Das war eine blöde Einheit, ey. Okay. Aber hey, die hat Damage Class Magic, also. Ja, die hat ein fesches Laserschwert, was aufklappen kann, also wenn das nichts ist. Ich weiß nicht, was du hast, Tobi. Ich hätte da auch gerne mal Pferde. Was kann ich erst, wenn Rot da weg ist oder wer das da ist? Ich hab hier sonst keine. So, kein Bock mehr auf Schnee. Da geht das hier nicht? Geht nicht, scheiße. Der wird, der Regen, also der Regen, den du jetzt beschworen hast, wird zu Schnee. No, so wie es auch logischerweise wäre. Ja, macht Sinn, aber funktioniert es trotzdem mit, Donner, wenn er den hier. Ich glaube, der Simmerf ist auf Schneemaps übelst genervt. Oh. Ich sag ja, die kam auch erst mit dem Addon und der Addon war halt auf dem Wolfsclan fixiert. Das merkt man dann. Na, müsstet ihr beide hier übelst abgehen. So, warum er das da gegenüber ist, ich hoffe, es ist rot, glaube ich. Auch. Den greife ich jetzt an. I'm ready. Ich habe die perfekte Mischung. Ready to swing. Und ich bin ready to swing. Aber hier ist der Tobi, oder? Ach ja. Haha, guten Tag, Rot. Wie geht es euch? Vielleicht nicht mehr so gut, hoffentlich. Oh nein, der Pisspool wird gemacht. Ja, man fängt gerade mal an. Hat. Oh Gott, ist sie anfällig gegen Magieschaden. Die Einheiten, die Magieschaden machen und dann selber anfällig gegen Magie, die verstehe ich nie. Ich meine, was habt ihr überhaupt gelernt, so ungefähr? Die haben halt bei Verteidigung gegen die dunklen Künste geschwänzt. Okay, jetzt retze ich kurz mal Einheiten. Das geht beim Läufer sehr gut. Durch rumstehen. Ich weiß nicht, was ich glaube, einen habe ich verloren. Ja, es geht sogar. Trotz, dass es ein roter Riesenarmee war. Ready to swing. Ja, schnell, bevor so neue Leute ausbilden können. Wir waren das. Teigt ihr euch ruhig, ich mach das gerade.
Bring it on. Okay, er rettet sich seinen Verbündeten. Scheiße. Na ja, egal. Yippie. Already there. Charge! Ich komme jetzt. Ah, runtergekommen. Ja, glaube ich, komme und helfe dir. Freedom!
Fabi, soll ich dir helfen gegen Türkis? Du hast was in der Base. Ja, wirken ist gut vielleicht. Die sind eh wieder. Ah, okay, die kommen bei mir. Schon zu dem Thema. So, Rot ist ganz getätigt. Rot ist auch weg. Bring ihn mal hier hin. Ich kann jetzt so kurz noch Wölfe für den Rest des Matches aufzählen. Sehr gut. For the clan. I'm moving. Already there. I'm moving. Yeah. Die komische Domina hat übrigens einen echt lustigen Effekt, wenn du ihr einen gibst. Was kann die? Kennst du den schon, Tobi? Nee, tatsächlich noch nicht. Die entzieht einem Turm, den du anvisierst, Energie und dadurch werden Gegner im Umkreis vom Turm geschädigt. Ah, okay. Ja, stimmt, das sind diese Turmfähigkeiten, aber die habe ich immer für total useless empfunden. Klauen dir die Turmenergie und schädigen deine eigenen Einheiten damit. Ja, so competitive war das bestimmt useful. Aber wie gesagt, jetzt hat jeder Clan, durch den Addon hat jeder Clan einen neuen weiblichen Charakter bekommen, der kann das. Bei mir konnte hätte die Laserschwertschwingerin das auch lernen können. Nur ein anderer Effekt. Ich glaube, bei mir stärkt es die Einheiten in der Nähe und zieht dem Turmkraft. Kill the Oppressors. Ja. Passt sogar auf Lotus. Bitte nicht alle davon, danke. Okay. Da wirst du ausgebildet, währenddessen geht dein Gebäude zerstört, indem du ausgebildet wirst. Das muss auch ein komisches Gefühl sein. Ja. Ich mache und jetzt hat mein Eco kaputt. Okay. Dies kommt vor allem hier vorbei und sagt hallo. Ja. Ich
Stech ihn ab. Ja, stech ihn ab. Komm. Nice. Feuerbade. Weiter haben wir noch einen Warlock abgestochen. Bin ich mal Value. Haben einen Warlock abgestochen, gell. Nee, der stand ja so und die dann sieht halt die Audio macht. Ich bin besser. Hab ich volles Verständnis für. Let me at him. Let's go. Sag mal zum letzten. Dieser rennt ey, in einem Schlangentempo. Let's go. Already there. Done. I'm moving. Done. Ich würde mal sagen, auf die Kies kommt gerade das Ende zu. Ja. Palm and ready. I'm bulging. Yes. Gut ist, alle meine Feste, die hier dabei sind, haben noch eine gratis Wiederbelebung. I'm moving. Done. Yes. Done. Attack. Ich lief's übrigens wieder wie am Anfang der Runde. Tobi sagte, ey, ich hab voll die Scheißposition, am Ende hab ich fast nur aufs Maul bekommen. Die ganzen Wachtürmer nicht stehen. Ich krieg schon einen Kollaps. Steht halt noch ein pinker Wachtürmer. Freedom! Oder so. Tötet die Unterdrucker. Oder so. Sagt er auf Deutsch. Hä? Sagt er auf Deutsch. Ja. Kann mich dem nicht so ganz anschließen, von meiner Fraktion her. Die sich darum streiten, wer das Gebäude zerstören darf. Ich glaube, das war ein Warlock am Ende. Gutes Match. Jo. Ja, das war mal wieder eine Folge. Battle Rams. Haut rein. Ciao. Tschüss.